Kommt bestimmt erstmal ihr Cutscene. Higgycroft sagt, das Spiel ist nicht auf Deutsch. Letzten vier Titel waren schon nicht mehr auf Deutsch. Ja, sie ist auch gerade. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, he sure looked grumpy. Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Traveling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Okay. Er sieht so jung aus und so. Irgendwie stellt man ihn sich anders vor, oder? Ich glaube eher die Abstimmung mit dem Spiel und Stream. Nee, das muss irgendwie eine Voting-Geschichte sein. Ich konnte ja auch die Zeit einstellen, wie lange ihr voten dürft. Ich hatte jetzt 20 Sekunden gemacht, damit das nicht ewig dauert. Das war irgendwie auf fast eine Minute gestellt, glaube ich. It's tea time, boys and girls. Okay, bin gespannt. Ja, ich auch. Bin auch gespannt. Es wäre ja cool, wenn ihr das entscheiden könntet, wäre das ein total nice eigentlich. Hatten wir ja schon mal so Spiele, wo das geht, wo man mitvoten konnte. Das war ziemlich cool. Was ist jetzt Rätsel? Hey, come on, catch up. Yes, yes. Okay, ich kann jetzt hier irgendwas machen. Zum Bewegen drücke A zum Interagieren, L zum Überspringen. Nee, wir wollen das nicht überspringen. Kann man mit denen hier reden? Nee, kann man nicht. Was ziemlich, ziemlich detailreich auch, ne? Guck mal hier, wie das Tor aussieht. Ziemlich detailliert gemacht, das Spiel. Ziemlich gut aus. Moment kurz, ich muss mir eben mein OBS wieder hochziehen, damit ich sehe, ob es laggt. Aber nee, das ist alles gut. Okay. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. Hello. If you need something, sir, please inquire at reception. Okay, dann gehen wir zur Rezeption. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. We just need your signature. Ja, dann. Would you kindly sign these papers, sir? Na klar, gib mal her. Was muss ich denn unterschreiben? Da? There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for two people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Okay, so wir gucken uns hier erstmal um, oder was? Wow, monumentale Treppe, wie nice das aussieht. Voll schön. Na? Hallo, können wir hier was zu essen bestellen? Would you like a drink, sir? Ja, wir wollen einen Drink. Gib mal rüber. Wir nehmen einmal Would you alles. Like a drink, sir? Yes, do it. Give it to me, baby. Aha. Offensichtlich nicht. Interaktives Gameplay, also mit Chat, voll gut. Kann ich gar nicht. Doch, hatten wir schon häufiger mal bei verschiedenen Spielen. Aber ich wusste nicht, dass das hier auch ist. Pardon, Monsieur, but I am not in the mood to talk. Warum nicht? Ich bin aber in the mood to talk. Hm. Also wir müssen wahrscheinlich einfach hochgehen jetzt, denke ich. Wir kommen bestimmt hoch und dann ist in dem Raum. In dem Raum ist bestimmt irgendein Drama passiert, wetten? Irgendein Verbrechen. Porsche-Fan, genau. Hallo, Kelo, na? Versucht sich nicht spoilern zu lassen. Ah, willst du das auch noch spielen, oder was? Wir sind auch gerade erst am Anfang, Kelo. Ich habe gerade erst reingeschmissen.
I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary Marlin Ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Okay, es gibt doch was zu essen. Das ist ja nice. Dann gehen wir wieder runter. Let's check what they have on offer. Ja, komm. Komm mit. Hier nach unten. Ich habe übrigens deine Tasse hier am Start, Kelo. Ja? Heute steht dieser Stream ganz im Werbezeichen der Kelonoke. Ja, die Tasse habe ich übrigens gratis von Kelonoke gekriegt. Also ist das quasi Hashtag Werbung, ja? Nur damit ihr Bescheid wisst. Das ist Sponsoring bei Kelo. Nice, ja. Aber wo gehen wir denn dann hin zum Essen? Da müssen wir da hinten irgendwo hin wahrscheinlich, ne? Oh, was ist das? Können wir irgendwie so Kamera... Ah, wir können auch rennen. Er sieht ein bisschen... Ich finde, Sherlock sieht aus wie ein Schornsteinfeger irgendwie, ne? Oder? So mit den Klamotten und so. Sieht aus wie ein Schornsteinfeger, der Gute. Was passiert denn, wenn wir hier... Was geht denn hier ab? Geht nichts ab, oder was? Frau, sie stehen im Weg. Staff only. Ja, da versuchen wir doch direkt mal reinzugehen. Nee, doch nicht. Gehen wir mal hier hin. Die Größe ist schon nett. Ja, total. Die ist mega, dass sie so groß ist. Dann bringt er dir Glück. Hm. Aber wo ist denn? Wo sind denn die... Ah, hier liegt was. Oh, da liegt ein Brief. Geh mal. Werter James, ich habe Ihre Abhandlung über den binomischen Lehrsatz mit großem Interesse gelesen. Und obschon sich mir der Inhalt in Teilen nicht ganz erschlossen hat, so konnte ich dennoch feststellen, dass Sie mit großem Eifer geforscht haben. Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, Ihr Werk alsbald veröffentlichen zu lassen, da die Welt gewiss einen enormen praktischen Nutzen aus dieser Methode ziehen wird. Hochachtungsvoll, Professor Dr. Gilbert. Aha. Hat sich also schon gelohnt, dass wir hier hingelatscht sind. Ist die Tür auch zu. Ich musste mal übrigens alles ausprobieren. Ich bin ein bisschen nervig in solchen Spielen, weil ich immer überall versuche reinzugehen und so. Was geht hier ab? Hier ist irgendwie so eine ne? Beethoven und so. Quasi nix, oder wie? Können wir hier nichts machen? Außer diesen Brief einsammeln. Hm. Und wo ist hier Speisesaal? Hey Sherry, just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs. Jeder liebt Benedicts Eier. Ja, gib mal her. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Pardon, Monsieur. But I am not in the mood at all. Ja, aber irgendwas müssen wir ja hier machen, damit sich das oben auslöst, dass wir oben endlich wieder ins Zimmer können, ne? Also anscheinend können wir ja hier nicht Fisch essen. Ich habe das ja gerade probiert, aber der will ja nichts essen. Oder reicht das, wenn man das einfach nur angeklickt hat oder was? Geht's dann schon weiter? Wir können ja mal gucken gehen. Ich gehe mal eher davon aus, dass das nicht der Fall ist. Wir müssen hier wahrscheinlich irgendwas machen. Bei dem geht auch nichts. Glück, aber keine Orientierung. Nee, ein Drama ist das. Kriege ich ja immer nicht hin. Wisst ihr doch, wie das ist. Kann man auch nicht raus, ne? Haben wir auch schon alles ausprobiert. Weiß ich nicht, dass sich hier noch irgendwas getan hat oder so. Hm? Hallo? Kann man hier mitlabern? Nee? Nee? Okay. Hier sind wir wieder vorne, wo wir reingekommen sind. Your room is upstairs, sir. Number 221. Mm-hmm. 222, 223, mm-hmm. 224. Ja, wo ist denn 21? Gibt's ja wohl nicht. 221. Der steht immer noch hier. Tonight the restaurant is offering a complimentary Marlin Ceviche to all our guests. Mhm. Okay, das hat es jetzt überhaupt nicht gebracht. Also ich sag's euch, irgendwas müssen wir machen vorher, dass hier weitergeht. Vielleicht mit irgendwem reden oder so?
Vielleicht muss man doch hier irgendwie... If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Schierte Eier mit Soße Hollandaise würde ich auch essen. Geil. Was mit dem Typ hier? Auch nix. Vielleicht müssen wir nochmal rausgehen. Vielleicht gibt es irgendwie draußen was noch, was wir vergessen haben. Oh ja. Oh ja. Sind wir denn von hier gekommen? Kommt man hier raus? Nee, kommt man nicht. Okay, also können wir nur hier draußen in dem Park rumlaufen. Mit dem können wir nicht reden. Geht's auch nicht weiter. Mittlerweile ist hier schon Nacht geworden, weil wir so lange in dem Hotel rumgelaufen sind. Geht auch nicht. An der Treppe ist das nicht der Typ von oben. Die haben bestimmt diese NPCs nicht alle durchgedingst, dass die alle anders aussehen. Falls du jetzt so einen NPC meinst. Oder meinst du den hier, dass der genauso aussieht wie oben? Upstairs, Sir. Number 221. Das Ding ist halt... Also wir müssen ja ganz offensichtlich, will das Spiel ja, dass wir uns unseren Raum anschauen. Aber passiert halt nichts, ne? Ist halt nichts, was wir machen können. Ich kann halt auch nicht mit irgendwem hier quatschen. Das sind Zwillinge. Ah, genau, das sind Zwillinge. Das kann sein. Das sind die Gebrüder Hotel-Angestellte. Guten Tag. Nein? Dun, 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 dun. Dem hier geht auch nichts. Aber habe ich denn irgendwas übersehen? Also sind wir irgendwo nicht langgelaufen? Fraglich. Vielleicht sind wir irgendwo nicht hingelaufen. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall machen. Damit der hier weggeht. In the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary Marlin ceviche to all our guests. Die mit ihrem Staubwedel hier. Hallo, Frau Staubwedel. Sagen Sie mal, wie ich hier weiterkomme, damit ich hier nicht die ganze Zeit nur doof rumlaufe. Grafisch ist das schon ein Hit, ne? Das sieht schon gut aus. Wolltest du nicht auf irgendwas wegen Essen klicken? Also ich finde, es macht Sinn, die Zeit abzuwarten, indem man essen geht. Ja, ja, aber es geht ja nicht. Guck mal, das ist hier. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Du kannst halt nur hier den Fisch anklicken, aber das habe ich schon gemacht. Und dann sagt er halt das mit der Hollandaise-Soße, aber du kommst ja auch nicht hier rein. Du kannst ja nicht da rüberspringen hier. Du kommst ja nicht da, um hier irgendwie welche Hollandaise-Soße zu futtern. Und hier ist halt auch keine Tür mehr. Schaut richtig gut aus, grafisch. Ja, finde ich auch. Ist halt nur doof, wenn man direkt am Anfang schon festhängt. Ich will jetzt nicht schon wieder direkt in die Lösung gucken. Guten Tag, Gustav, na? Wie geht's dir? Alles gut? Ist auch noch eine Tür. Aber die geht auch nicht auf. Also mit irgendwas müssen wir die Zeit brücken, aber nur hier rumzulaufen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so gedacht ist, dass du jetzt hier 100-mal rumläufst, bis der da oben weggeht. Hallo, Amra, moin. Wir hängen schon wieder fest. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary Marlin ceviche to all our guests. Willst du zwei Teller alleine essen? Meinst du, wir müssen den Typen rufen, der mit uns zusammen hier ist? Oh, wo ist denn der? Ist er doch. Oh, vielleicht müssen wir den anlabern. Oh, was ist das? John, haven't we been through this already? Come on, it's not like we got anything better to do. Ah ja, seht ihr? Sag ich doch, wir haben was übersehen. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galici is conducting a seance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me.
Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! Huh. That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Mittelmäßigkeit. Nicht leicht zu beeindrucken. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Can't imagine why John still believes in such foolery. Warte mal, da gibt's doch bestimmt irgendwas. Gedankenspiele. Keine Hinweise. Kombiniere Hinweise zu Schlussfolgerungen. Fallmappe. John erklärte sich bereit, einen freien Tisch für uns zu suchen und bat mich in der Zwischenzeit an der Bar etwas vom Gratis-Service zu holen. Okay. Das sind die Aufgaben hier, oder? Ein Tisch für den Abend. Nur hier und heute hält das berühmte Medium seine Seancen ab. John möchte, dass wir uns nach der Seance mit Mr. sowieso unterhalten. Bis dahin müssen wir doch irgendwie die Zeit totschlagen. Ich werde mich an einen freien Tisch setzen, die Musik genießen und entspannen. Die Rezeption hieß mich im Hotel willkommen, teilte mir mit, dass das Zimmer meins ist. Das Zimmer ist noch nicht fertig. Hat ein Werbeplakat in der Lobby gesehen und mich aufgeregt darauf hingewiesen. Okay, das hätten wir eben auch lesen müssen. Da hätten wir auch gewusst, wie es weitergeht. So, Tagebuch. Im Hotel liegen gelassener Brief. Vermächtnis, da kommen wir nicht runter. Können wir noch nicht anschauen. Okay, Karte. Ach du Scheiße. What? Guck mal, wie groß die ist. Oh mein Gott. Okay. Garderobe. Da können wir uns umziehen. Okay, auch cool. Optionen. Okay. Gut, dann haben wir das auch schon gesehen. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Jetzt müssen wir gucken, wo wir sitzen. Gucken, wo er sich verkrümelt hat, der Gute. Oben waren, glaube ich, keine Tische, ne? Soweit ich weiß. Alles gut, ja, auch bei dir auch. Ja, soweit. Naja, da stehen nur zwei Teller. Ja, richtig. Hier. Hier ist er doch. Können wir uns dabei setzen. Ist das für ein Spiel? Sherlock Holmes ist das. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. So it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Oh, stubborn, Sherry. Too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right. Let me take a look. Sieht cool aus. Hat was Mafia nur neu irgendwie. Mhm. Daxi hat das geholt. Hatte das mir geschenkt. Dann habe ich gedacht, komm, da können wir mal reingucken, ob es gut ist. Okay, alles klar. Was jetzt? Müssen wir jetzt machen? Ah ja, okay. Man kann das so. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. Okay, irgendwer ist damit geschlagen worden? The cane is made of ebony. It's worn uncared for and bears the scars of numerous hits. Irgendwie noch einen dritten Hinweis.
crest depicting a bulb of garlic in a meadow. Perhaps the Fielding family or Meadows. Or Craven, from the old English name meaning garlic place. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. Okay, also wir müssen jetzt... Alright, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Okay, jetzt sollen wir andere fragen, oder was? Sherlock kann Passanten zu Hinweisen befragen. Öffne die Fallmappe, hefte mit X einen relevanten Hinweis an und sprich mit jemandem. Versuch's nun mit dem Gehstock. Wähle Details aus, um mehr zu erfahren. Was? Fallmappe einen relevanten Hinweis an. Okay. Fallmappe. Hinweis anheften. Okay, und damit kann ich jetzt rumrennen und die Leute befragen, oder was? Are you able to help me? That's a question I can answer. Mumlurk, ja, kein Problem. Vor uns saßen drei Personen an unserem Tisch, ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist, aber der Marineoffizier hat sich wohl in den Vordergarten begeben, um Luft zu schnappen. Ich muss ihn finden. Also drei Personen saßen an dem Tisch. Ein Pärchen und ein Marineoffizier. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Drücke RB, um in den Konzentrationsmodus zu wechseln und so Details über dein Ziel zu offenbaren. Vergiss nicht vorher, den dafür relevanten Hinweis anzuheften, da sonst einige Details nicht angezeigt werden. Versuche, den ehemaligen Marineoffizier zu finden. Was ist denn RB? Das? Oder das? Ja, wir gehen mal raus. Englischer Lehrer trägt versteckte Schusswaffe, wohlgesonnen. Ah ja, er hat eine Schusswaffe, okay. Schottischer Lehrer, freundlich, hat Höhenangst. Spannend. Französische Sängerin hat viel Blut verloren. Aufgeschlossen. Hä? Hat viel Blut verloren? Das ist ja schon verdächtig. Griechischer Apotheker, wohlgesonnen, sammelt Farnkräuter. Italienische Sekretär, wohlgesonnen, füttert herrenlose Tiere. Kann man den auch anlabern? Ja, das ist schon klar, dass das der nicht ist. Johns Herausforderung, ach so, verloren. Oh, haben wir das jetzt, ist es jetzt lost, weil ich den jetzt anquatschen wollte? Das haben die aber dann nicht gesagt, dass es dann direkt eingeloggt wird. Das ist jetzt ärgerlich. Schade. I didn't see the owner, Sherry, so I can't help you find him. Aber das ist doch hier der Vorgarten. Help me, please. My dear fellow, you're talking to the right man. Der ehemalige Marineoffizier Mr. Rhodes war mit dem adligen Pärchen an unserem Tisch gesessen. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte. Womöglich hatte sie ihn dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte vergessen, ihn mitzunehmen, als sie sich zur Seance des Mediums aufgemacht hatten. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst die Seance aufzusuchen. Okay. Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the Seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Der Gehstock gehört einem englischen Adeligen. Ich könnte die anderen Gäste fragen, wer von uns an unserem Tisch gesessen ist. Ich muss den ehemaligen Dings finden und ihn zurückgeben. Ja gut, aber wie kommen wir jetzt zu der Seance, ist die Frage, ne? Cartier wird nicht gegessen. Wer wird nicht gegessen? Achso, der Hund. Der Hund ist das, ne? Der Hund heißt so, oder? Der Hund heißt so, safe, oder?
So, wie können wir denn jetzt, wo, müssen wir mal gucken gehen. Vielleicht können wir jetzt ins Zimmer. Ach nee, da steht er rum, also hier vorne wahrscheinlich lang. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Ach, hier ist doch dieser, hier steht doch was rum. Hier kommt die Frau bestimmt gleich hin. Die war doch so eine Glaskugel. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered truepenny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Ah ja. Jetzt müsst ihr den wieder inspizieren, oder wie? Aber ich will auch so eine Sicht. Schwollene, gerötete Haut. Reich und modebewusst. Trägt keinen Ehering. Hat vor kurzem jemanden geschlagen. Knoblauchzwiebel trägt keinen Ehering. Rotes Gesicht, teure neue Kleidung. Gerötete Fingerknöchel. Ausgehend vom Wappen auf dem Siegerring und auf dem Gehstock kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Mann Lord Craven ist. Ein gelangweilter, reicher Adeliger aus England, der ganz Europa bereist und dabei verschwenderisch mit seinem Geld umgeht. Seinem aufgedunsenen und rötlichen Gesicht nach zu urteilen, hat er Alkoholprobleme. Er ist zwar immer noch gesund und körperlich stark, doch in wenigen Jahren wird er ein Wrack sein. Da er ständig betrunken ist, hat er Probleme, sein Temperament zu zügeln. Seine ledierten Fingerknöchel legen den Schluss nahe, dass er vor kurzem mindestens eine Person heftigst verprügelt hat. Die mangelnde Kontrolle über seine Wut sowie seine Alkoholprobleme und Launenhaftigkeiten bergen ein großes Gefahrenpotenzial. Okay. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Was ist bei der Seance vorgefallen? Ja, das ist der Hund. Und Sagi meint, Ostern gibt es falschen Hasen, wenn es dem nicht besser geht. Oh, ist er krank, der Hund, oder was? Oh, das höre ich aber nicht gerne, Vanessa, Rebecca. You insist, the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? Ah, it was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed. Perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me and Emma fainted. I lit the candle and the diamond was gone. Die hat den bestimmt. How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king.
So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Perfekt geformt wie ein Ei. Stay here, okay, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Jetzt habe ich irgendwie Lust, die ganzen Sherlock Holmes Serien nochmal zu gucken. Die war richtig gut. Ja, eine Magenschleimhautentzündung. Oh, oh, es ist aber echt nicht cool. Aber das ist Gott sei Dank nichts Dramatisches. Also das ist ja wirklich gut heilbar. Diese Funktion hat eine Abklingzeit zur Folge und kann erst danach wieder genutzt werden. Ach so, wirklich? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Lippenstift. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. Half a glass of Bal Blair Scotch, Sherry, and the remains of a poor Laranaga cigar. What else does a gentleman need? Hast du doch noch viel mehr Hinweise? Die Steuerung ist echt ein bisschen wild hier. Wie weit kann man denn darüber? Mehr nicht? An Hinweis der Fallmappe mit diesem Symbol bedeutet, dass du den Konzentrationsmodus nutzen sollst. Im Konzentrationsmodus kannst du Personen in deiner Nähe auch analysieren. So offenbaren sich dir persönliche Eigenschaften und die Haltung der Person gegenüber Sherlock. Im Konzentrationsmodus kannst du auch Spuren folgen. Nachdem du einen relevanten Hinweis angeheftet hast, aktiviere den Konzentrationsmodus, um Spuren zu folgen, solange du im Bereich mit den Spuren bleibst. Ach, warte mal, vielleicht haben wir den nicht angeheftet. Hinweise können auf dem Bildschirm angeheftet werden. Für manche Ermittlungsschritte müssen Hinweise angeheftet werden. Beim Analysieren von Personen kannst du so relevante Eigenschaften aufdecken. Im Konzentrationsmodus werden interessante Orte und Bereiche zum Folgen von Spuren hervorgehoben, wenn ein dafür relevanter Hinweis angeheftet wurde. Wenn Sherlock Informationen von Passanten erhalten möchte, kann er sie nur zum angehefteten Hinweis befragen. Aber müssen wir jetzt anheften oder nicht? Kannst Hinweise auch direkt von der Benutzeroberfläche aus anheften. Durch Hinweise bist du denjenigen gefunden hast, den du anheften möchtest. Okay. Ein Tisch, die Seance in der Mitte des Handplays wird gehört, wäre es deine Zigarette und unterstütztes das Weinglas am Platz gegenüber bei dem Fenster. Die Frage ist ja, sind das denn 3 von 5 nur hier an dem Tisch oder sind das 3 von 5 egal wo? Ja, das Ding. Also vielleicht. Wir gehen mal hier raus und probieren das mal aus. Eventuell gibt es ja noch mehr Hinweise. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Jetzt die Frage, was wir anheften sollen. Quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Du bist bald wieder fit. Ja, echt. Im Moment ist er so Schluckwasser an der Kurve. Oh je, ich hoffe, das macht sich bald. I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed, then pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have?
I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him. Please? Please. Das ist jetzt halt die Frage. Also hier steht halt 3 von 5, aber... Geister der Vergangenheit. Lady Craven saß gegenüber dem Fenster. Craven deutet zu Fenster. Ich bin mir sicher, dass sie während des Seans jemanden im Atrium gesehen hatte. Augenzeuge im Atrium. Okay. Heißt? Jetzt hier keine Hinweise mehr, oder was? 3 von 5. Ist ein bisschen verwirrend irgendwie. Also wir müssen irgendwie im Atrium jetzt irgendwelche Hinweise finden, oder was? Aber hier steht ja trotzdem 3 von 5. Also wir haben ja trotzdem nicht alle Hinweise gefunden. Fragt sich, ob wir das irgendwie später dann machen können oder so. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Ja, chill mal, Junge. Oh, I love the ambiance. Nice and creepy. Hallo? Redet der nicht mit mir? Hallo? Thank you for helping us resolve the situation, sir. I didn't take the diamond, I swear. I swear. By the moon and the stars and the sky, I'll be there. Die Frage ist, wo ist denn dieses Atrium? Also die haben quasi hier bei der Seance gesessen und dann durch das Fenster geguckert. Obwohl die Vorhänge zugezogen sind. Das macht natürlich total Sinn. Ah ne, hier. Hier ist doch, da müssen wir hier rausgehen bestimmt. Halt, da ist auch noch was. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? Okay. At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. So, hier geht irgendwas ab, oder was? Da steht doch einer, der ist bestimmt der Zeuge. Was ist denn mit dem? Direkt mal scannen hier, den Heini. Schwedischer Arzt, kurzsichtig, freundlich. Er ist kurzsichtig, dann wird der da ja wohl nichts. Achso, nee. Kurzsichtig heißt, man kann nur auf kurze Distanz was sehen, richtig? Kurzsichtig. Dann hast du, wenn du weit weg guckst, kannst du nicht mehr vernünftig gucken, brauchst Brille. Heißt, der kann ja gar nichts gesehen haben, wenn der Typ hier stand und durchs Fenster geglotzt hat. Are you able to help me? I can't help you with that, sir. Hm. Help me, please. I can't help you with that, sir. This isn't working. You might need a different tack. Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. Okay, aber scheint ja trotzdem hier richtig sein. Richtig zu sein. Aber bisher konntet ihr noch gar nichts auswählen, ne? Obwohl ich das jetzt mit Twitch verbunden hatte. Oh, hier ist irgendwie so ein Nebenraum. Frage, was hier abgeht. X. Ah ja, das ist, okay. Okay, alles klar. Also kann man dann hier einmal rundrennen. I see. Dann sind wir nämlich wieder hier, wo wir reingekommen sind. Alles klar. Hilft uns zwar jetzt überhaupt nicht weiter, aber immerhin haben wir jetzt festgestellt, dass ich mich doch minimal orientieren kann. Was ja für mich schon echt ein Ding ist. Ja, aber es muss ja irgendwas zu sagen haben mit diesem Atrium. Hier wird auch nichts anzufassen. Da liegt was. Der alte Mann scheint die Lage nicht mehr im Griff zu haben. Seinen Bienenstöcken wird der gute Honig weggenommen und eine Biene nach der anderen geht ein. Ich glaube nicht, dass noch mit viel Honig zu rechnen ist, wenn wir beim Schwarm bleiben. Du verstehst, was ich meine.
treffen wir uns um 12 Uhr an den Docks. Wir ziehen es gemeinsam durch. Okay, das ist aber irgendwas anderes. Das sind diese Sammelgegenstände, würde ich sagen. Heißt, wir müssen doch hier gucken. Hier gibt es dann doch mehr Hinweise wahrscheinlich. Britische Aristokratin, kaum bei Bewusstsein aufgeschlossen. In Rage, trotzdem freundlich. Brauchen wir nicht scannen. Türkischer Bediensteter, aufgeschlossen zuvorkommend. Äthiopisches Medium, benommen, wohlgesonnen. Wie benommen? Ist er besoffen oder war das mit dem? Achso, weil er geschlagen wurde. Ja, ich verstehe. Geschlagen wurde. Das bringt uns auch nicht weiter hier. Ah, hier ist noch was. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a séance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Hm. Wahrscheinlich eher die Sache mit dem Taschenspielertrick, würde ich sagen. Aber wir müssen hier safe noch irgendwie noch Sachen finden, könnte ich mir vorstellen. Also, weil da steht ja 3 von 5, aber ich komme hier nicht wirklich weiter. Weil das funktioniert halt nicht, ne? Ich komme halt nicht höher hier. Ist halt schon irgendwie wild, diese ganze Nummer. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. So, das ist jetzt dieser Diamant oder was? Karat, Durchmesser, irgendwas. 4 Hinweise. Also das ist wirklich ein bisschen steuerungsmäßig. Es ist eine Vollkatastrophe. Ich sag's euch, wie es ist. Ich komme aus dieser komischen Sicht nicht raus, so. Oder ist es Absicht? Muss das so sein? Was denn, sind denn das für 3 Dinge da, die da von dem Ei ausgehen? Es ist kein, ist nix. Ist einfach nur, okay, ist kein Hinweis, sondern macht einfach nur zu den Schriften da Halterung, weil der Gegenstand, Durchmesser, Diamant, bla bla bla. Also bringt uns das nicht weiter. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a poor Larranaga cigar. What else does a gentleman need? Thank you for helping us resolve the situation, sir. I didn't take the diamond, I swear. Was anzufassen? So haben wir jetzt nicht gedacht haben. So, mit dem Stuhl, das haben wir, den Tisch haben wir, das haben wir auch. Das haben wir auch, das haben wir alles angefasst. Ist auf jeden Fall. Wir müssen irgendwie hier noch diesen 5. Hinweis da rausfinden, aber das ist halt echt ein Krampf tatsächlich. Muss doch irgendwie gehen. Irgendwie nicht.
Moschen, Motten, Brosche auf Jacke fehlt uns. Das Chaos im Seancezimmer ist durch den Diebstahl eines gelben Diamanten verursacht worden. Untersucht daher das gesamte Zimmer und sprecht mit den beteiligten Personen, um danach im Gedankenspiel neue Hinweise zu erhalten. Augenzeuge im Atrium. Das haben wir ja auch gemacht. Im Atrium findet ihr frische Kratzer am Boden direkt neben dem Türeingang im KM, wodurch ihr einen Schuhabsatz findet. Ach so, aha. Haben wir auch nicht gesehen, ne? Aber das macht ja, das ist hier trotzdem, macht das ja keinen Sinn. Finden hier irgendwie irgendwas, Motten, irgendwas auf irgendwas, keine Ahnung. Das muss ja dann hier auf dieser Jacke sein, die hier hängt, theoretisch. Deutsch again, ja. Falsch schon gelöst? Nee, das ist super schwer, also ganz ehrlich. Super schwer, hätte ich nicht gedacht. Also da irgendwie. Da. Da ist das Ding. Okay. Hab ich im Leben nicht gefunden. Mottenmofa. Aber zählt nicht, seht ihr? Zählt nicht. 4 von 5. Warum nicht? Ah, jetzt. Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Palmmappe. Gedankenspiele. Das Medium ist im Besitz einer Brosche mit einem Mottenmotiv. Sort Craven, Diabolus. Ja, aber ich kann ja hier nichts machen. Ich kann ja hier nichts mehr zusammenfügen. Das Medium. Okay, dann gehen wir mal zu dem Medium. Ja, war denn das? Das war. Ja, da. I didn't take the diamond, I swear. I didn't take the diamond, I swear. I didn't take the diamond, I swear. Wir gehen mal die Kratzer im Atrium suchen, würde ich sagen. Da. Wieso leuchtet das denn da jetzt? Das war doch eben noch nicht. Kratzer, feststeckendes Objekt. Das ist ein Schuh. Ein Absatz von einem Schuh. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Dann ist das was für mich. So, die Frau, Fall gelöst. Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir denn? Ich hoffe auch gut. Wenn du der Spur folgen willst, musst du zunächst den dafür relevanten Hinweis anheften und damit RB in den Konzentrationsmodus wechseln, damit die Spur sichtbar wird. Bleib stets im Suchbereich, damit Sherlock nicht die Spur verliert. Aber wie denn? Wie, das ist ja das Ding. Wie heftet man das denn an? Gedankenspiele, Fallmappe, Tagebuch, Karte, Garderobe, Optionen. Tagebuch, Notizen. Dokumente, Notizen. Wir müssen jetzt diesen Schuh anheften, soweit ich das verstanden habe. Ach so, warte mal, hier. Macht keinen Sinn. Messer der Vergangenheit. Die Craven fand einen abgebrochenen Absatz. Also müssen wir das hier jetzt anheften. Jemand im Atrium. Sag mal, was hat die denn hier gemacht? Ist hier ganz wilde Geschichte. Die war sogar hier drin anscheinend, laut Spuren. Ist sie hier drauf gesprungen oder wie?
Oder ist das nicht die Spur? Ist das nicht die Spur, die Kreisel auf der Erde? Aha, hier lang ist die gelatscht. Da liegt ein Schuh. Rose de Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Ja, das ist schlecht. Rose de Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Das ist aber doch der. Da ist doch der Absatz abgebrochen. Sieht doch so aus. Sicher, da fehlt doch ein Absatz. Ja, das ist schlecht. Dann können wir ja da gar nicht weitersuchen. Gucken wir mal, ob da irgendwie was... Weil jetzt kann ja hier kein Kratzer mehr sein. Die hat den Schuh ja ausgezogen, sich einen anderen genommen. Die musste, wie das sind Blätter, musste wie das? Das war Sherlock, er hat es nur selber vergessen. Ja, okay, das ist auch eine These. Das wäre mal eine interessante Story, eher wirklich mal. Was ist denn, wie, die musste wie das sind Blätter? Ich verstehe nicht, was du von mir möchtest. Tja, ist jetzt die Frage, was wir denn jetzt machen müssen. Also wir wissen jetzt, dass es eine Frau ist. Oder? Can you satisfy my curiosity? Excuse me, what? I'm not sure I know. Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking about what and dressed as what? Zeit, die Gedanken zu machen, wer mit wem und so. Ja gut, keine Ahnung. Was spielst du? Sherlock Holmes. Aber das ist voll schwer. Also ich finde es sehr, sehr schwierig. Ehrlich gesagt. Also wir müssen bestimmt wieder hier rein und die jetzt voll labern, dass das irgendwie eine Frau war und so. Und dann geht es vielleicht irgendwie weiter, könnte ich mir vorstellen. Was macht der denn da? Das ist hier im Wasser am Rumplanschen? Ghost hunting. This case gets more exciting by the minute. Ghost hunting. I didn't take the diamond, I swear. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Oh, I love the ambiance. Nice and creepy. Nee, macht auch keinen Sinn. Geht es da um eine Story oder hat das Spiel noch mehr Story? Ich habe keine Ahnung, wir haben auch gerade erst angefangen. Hast du Red Dead 2 gespielt? Nein, habe ich nicht gespielt. Wegen dem Schuh hast nur du gesehen, dass dem der Absatz fehlt oder hat dein Charakter das auch gesehen? Scannen oder so? Ah, warte mal, genau, vielleicht müssen wir das scannen. Gute Idee, weil wir gehen mal gucken. Das war hier einmal durch und dann irgendwie noch so eine Tür, ne? Hier. Dass man den scannen muss, ne? Natürlich sein. Nee.
Size 4 with a broken heel. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Okay, also jetzt müssen wir die das hätte ich niemals gemerkt. Da hätten, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, wäre ich jetzt hier noch stundenlang rumgelaufen wahrscheinlich. May I ask you something? You look like an honorable man. I have some information for you. Das Personal sagte, dass das Dienstmädchen Lucia von ihrem Vorgesetzten zurechtgewiesen worden war, weil sie im Dienst... Farah, hallo. Na, Farah, danke schön für den Resub mit Twitch Prime. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Farah. Zornko-Kiss. Zornko-Selber-Kiss. Hallo, Farah, was geht ab? Wo war ich nochmal neu? Das Personal sagte, dass dem Dienstmädchen Lucia von ihrem Vorgesetzten zurechtgewiesen worden war, weil sie im Dienst ihre eigenen Schuhe trug. Sie dürfte oben bei den Gemälden zu finden sein, wo sie gerade putzt. Ach, das ist die Staubwedeltante, die mit dem Staubwedel da rumgehampelt hat, ist wahrscheinlich. Die uns ja schon mal aufgefallen war. Die da. Help me, please. Sir, I don't know. Try asking someone else. Ist sie nicht. Hier sind die Gemälde. Putzt aber keiner. War es das auf jeden Fall nicht die Staubwedelfrau? Ich dachte, das wäre die Staubwedeltante gewesen. Do you know anything about this? Don't be angry, sir, but I truly don't know. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Das Spiel hetzt mich. Was sind denn hier noch Gemälde? Hier, die da. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Könnt ihr jetzt was voten? Nee, ne? Ich kann jetzt entweder A oder B machen, weil wir ja verbunden hatten. Nee, geht nicht, ne? Hat sich jetzt nicht irgendwie was getan? Nö. Kann man die nach der Schuhgröße fragen? Schuhgröße 4 war das. Ich muss ein Verbrechen aufklären. Ich bin Schriftsteller. Oh, was machen wir denn? Lügen wir die an? Wir lügen die an. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it now. Should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Lucia Siletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. Was haben Sie denn im Zimmer gesehen? Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant. And a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. Okay, alles klar. Sie hat einen Geist gesehen. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is... better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Seht ihr, jetzt müssen wir wieder zurück. Bin mal gespannt. Nein. Nein, was habe ich gesagt? Auf nein? Ich weiß es nicht mehr.
Ah, nee, hier ging's raus. Ich kann einfach hier außen rumlaufen. Hier war doch dieser Dienstboteneingang. Oh, da ist irgendwie wieder was am Leuchten hier. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Okay, was ist hier los? Mit genügend Hinweisen kann Sherlock Ereignisse aus der Vergangenheit rekonstruieren. Interagiere mit dem wirbelnden Symbol in der Spielwelt, um zu beginnen, und rekonstruiere dann den genauen Hergang. In diesem Fall musst du versuchen, die Seance-Teilnehmer richtig zu positionieren. Mhm. Ach, jetzt muss ich das mit dem anderen machen, oder was? Mit dem anderen Typ. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Schenkt das gar nicht, ehrlich gesagt. Ich drück einfach nur. Tipp! Dürfen sich nicht überkreuzen, genau. Echt. Was? Das macht doch keinen Sinn. Hä? Also hier ist der Typ mit dem Stuhl und hier ist nochmal der Typ mit dem Stuhl. Also machen wir jetzt einen von denen weg. Jetzt haben wir zweimal die Tante mit dem Glas. Ich verstehe das gar nicht, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir drei Personen da stehen. Machen wir das mal so. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ja, warte mal, die muss ja zum Fenster mal mindestens mal zeigen. Also muss ja hier auf jeden Fall die Frau hin. So, die deutet zum Fenster. Ah, genau, das ist doch diese Frau. So, okay. Dann haben wir hier noch die Auswahl zwischen... Was hat der denn da in der Hand? Was ist denn das? Ach so, der greift nach diesem komischen Geist, richtig? Der eine greift nach dem Geist und der andere flippt aus und haut dem Stuhl vor die Mappe. Müsste ja richtig sein. Oder halt andersrum. Da müssen wir die zwei halt gleich tauschen. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. Hm. The lady was the only one left touching the diamond. At least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Das ist nicht mit dem Geist, dieser Typ, ne? Das hat irgendwas mit dem Geist zu tun. Der Geist war's! Was hat er jetzt gesagt? 200 wie viel? Okay. 225. 226. Remember her behavior in the hall. Was zum Geier machen die da?
Klatsch und Tratsch kann ich bei deinem aktuellen Fall aus der Sackgasse führen oder dir sogar zu einem neuen Fall verhelfen. Nutze daher jede Gelegenheit, um Leute zu belauschen. Halte A gedrückt, sobald du ein Ohrsymbol siehst und versuche, die relevanten Gesprächsinhalte herauszufinden. Ja, ja, ihr könnt lauschen. Ich bin weg. Tu mal lauschen da. Damit ich A drücken kann. Lady Craven is not... Sohn hat schlechten Umgang. Viele Gäste diesen Sommer. Machte Ehemann betrunken. Preise steigen wieder. Chef stiehlt Essen. Help me, please. Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Leute, Socken, interessant. Ja, also das Spiel ist super, super nice auf jeden Fall. Also es ist halt echt schwer. Also ich finde das super anstrengend. Es ist wirklich nicht leicht, gefühlt. Auf welche Weise hat sie das... Wir waren noch nicht schnell genug. Hä? Irgendwie haben wir... Irgendwas mache ich verkehrt. Klatsch und Tratsch kannst du bei heute A gedrückt, sobald du ein Ohrsymbol siehst und versuche, die relevanten Gesprächsinhalte herauszufiltern. Die müssen wir dann wegwischen wahrscheinlich. Rechts, links oder so. Lady Craven nochmal ist neu. Sohn hat schlechten Umgang. Viele Gäste diesen Sommer. Ehemann war betrunken. Preise steigen. Kann ich mit dem Fischmesser? Wirkt er angespannt. Was ist denn das Relevante, was dann eingekreist wird oder das, was nicht eingekreist wird? EZ. Vince. Welche Weise hat Lady Craven... Hä? Nochmal neu. Sohn hat schlechten Umgang. Viele Gäste diesen Sommer. Kann nicht mit dem Fischmesser umgehen. Küchenchef steht Essen. Preise steigen wieder. Wirkte angespannt. Machte Ehemann betrunken. Ist das denn jetzt fertig? Immer noch nicht, oder was? Müssen wir noch mehr Hinweise finden. Lernen, du musst. Ja. Muss das links oder rechts? Zwischen oben oder unten? Welche Weise hat Craven, weil das Fenster starten? Links und rechts geht nicht, siehst du? Ne, wir müssen drei Hinweise, denke ich. Weil es jetzt nicht weitergeht. Lady Craven is not who she seems. Starten. Küchenchef stiehlt Essen. Interessiert uns nicht. Preise steigen. Interessiert uns nicht. Macht der Ehemann betrunken. Jawohl. Sohn hat schlechten Umgang. Achso, das ist der Sohn von ihr. Viele Gäste diesen Sommer. Wirkt er angespannt. Kann nicht mit dem Fischmesser umgehen. Okay, keine Ahnung, was das mit dem Fischmesser soll, aber das war offensichtlich der fehlende Hinweis. Ich hörte mir an, wie zwei Hotelbedienstete über Lady Craven redeten. Sie spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Ihren Beobachtungen zufolge hatte sie am Abend angespannt gewirkt und versucht, Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatte zudem bemerkt, dass die Lady nicht mit einem Fischmesser umzugehen wusste. Ach so, weil sie einfach eine Bürgerliche ist, die das nicht weiß, wie es geht, oder was? Ich wüsste das übrigens auch nicht. Ich hörte mit... an, wie zwei Hotelbedienste über Lady Craven redeten, spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Hm? Jetzt einfach hier rein. Okay. What the fuck? Hat er sie umgebracht? Der hat sie umgebracht. Da ist der Diamant. Oh, sie ist tot. Oh Gott, sie sieht ziemlich erwürgt aus. Here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me.
police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? Your mistress. I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Galici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Diamant ist wieder da. An hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Okay. Einfach tot, die gute Frau. Einfach tot. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Okay, warum sollten wir denn wissen, dass er das nicht gewesen ist? Also ich meine, es ist ja wahrscheinlich klar, dass er es nicht war, aber trotzdem. Die wurde auf jeden Fall erwürgt, so sieht das aus. Erwürgt. Judging by the bruises. Bloßen Händen erwürgt worden. Okay. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Fall gelöst, wir können gehen. Ja, genau. Alle tot. Können wir gehen. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. You think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Okay, bin ich auf den Nerven mit deinem blöden Medium. Ja, aber das ist ja spannend. Der hat quasi seine Frau gar nicht mitgenommen, hat hier diese Emma verkleidet, als wäre sie seine Frau, Tante. Und jetzt ist seine Geliebte tot. Und wie soll er das jetzt seiner Frau erklären? Ist halt auch die Frage, ne? Wie kommt die Olle in sein Bett hier? Das muss er ja auch irgendwie erklären. Tadam! Ja, echt. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. Aha, a neat hiding place. Why would she... Was ist das? Earring? Jo, Ehering. Steht da? Virtus audacta sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. Okay. Several thousand pounds, that's quite a fortune. Ein Hinweis fehlt noch. Die lag schon da, als sie hereingekommen ist. Ich kenne die Dame gar nicht. Das war ich nicht. Das war schon so. Ich habe gar nüs gemacht. Gar nüs.
Aber du kannst dich halt auch hier nicht vernünftig bewegen, ne? Das ist so stressig hier, dieses Gesuche tatsächlich. Wollen wir es nochmal so versuchen? Fehlt ja noch ein Hinweis. Die Katzen haben die Zeva-Rolle gefunden, die ich eben hier in den Raum gestellt habe. Ich sie auf den Boden gestellt, als ich eben hier kurz wischen musste. Ihr erinnert euch. Und jetzt sind die Zeva-Rolle am Auseinandernehmen. Ich denke die ganze Zeit, was ist das für ein komisches Geräusch? Die machen so die ganze Zeit. Naja, jetzt machen die da Harakiri mit der Zeva-Rolle. Also die Zeva-Rolle ist nur noch Einzelteile tatsächlich. Aber naja, Hauptsache die haben Spaß. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Aber, Calamel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. Hallo Loki. 90% der Fälle war es der Ehepartner. Hab zu viel TV geschaut. Ne, offensichtlich. Bewegst dich zu schnell? Ja, nee, das ist halt. Du kommst halt hier nicht rum, ne? Also das Ding ist, du kannst halt hier nur rechts, links, nur so viel. Und dann kommst du nicht dahin, wo du hingucken möchtest, so, ne? Das ist halt eingeschränktes Blickfeld hier. Total nervig. Sehr unangenehm irgendwie, auch für mein Emotion Sickness, um ehrlich zu sein. Aber ist ja nicht schlimm, kriegen wir hin. Und mit der Maus habe ich nicht versucht, ehrlich gesagt. Leuchtet, ist auch immer so. Ist ja ein Drama, ey. Was war mit der Maus? Oh, nee, mit der Maus ist noch schlimmer. Mottenring. Das muss irgendwie der andere Ring sein. Mottenring steht da. Leiche untersuchen. Untersuchung Schminktisch, 5 Hinweise. Rote Schatulle, Schmuckschatulle, Mottenring, Ring mit Familienmotto, Geldpapiere. Das hier ist ja der eine. Da müssen wir irgendwie den anderen hier. Ah ja, okay. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Gedankenspiele. Luca besitzt Schmuck mit dem gleichen Motiv wie Mrs. Emma. Haben sie etwa eine gemeinsame Vergangenheit? Ach, guck mal. Die hat sich quasi an den Rand geschmissen, um an diesen Diamanten ranzukommen hier. Die gute Frau. I am needed elsewhere. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, were she not dead already. Okay. Hatte sie gerade Flütchen genannt? Hallo Loki. Danke schon mal für die Nässe. Ja, gerne, Mama. Kein Problem. Ich hoffe, du hast dich gefreut. Na, du Jafar, moin. Ich hoffe, auch dir geht's gut. Also der andere Ring in der Kiste. Ja, ja, das ist halt, keine Ahnung, ich bin da anscheinend immer drumrum gefahren oder so. Dieser einfache Ring ist mit Mottengravur, ist Teil des versteckten Schmucks, den ich gefunden habe, besteht aus Kupfer und sieht alt aus. Er passt nicht zum restlichen Schmuck. Should I? That's a third-rate piece, if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that.
Okay, hat uns jetzt nicht weitergebracht, nicht wirklich, ne? Remarkably simple lock. Tiefes Schloss. Ja, was soll uns das jetzt sagen? Nix. Mit dem Schloss. Wir müssen wahrscheinlich in den anderen Raum zu den Bediensteten. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Gibt's hier noch irgendwas? Brief über gestohlenen Ring. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls noch nicht abgeschlossen sind und der Ring noch nicht gefunden werden konnte. Wir müssen den Diener freilassen, da wir keine Beweis dafür erbringen konnten, dass er an dem Diebstahl beteiligt war. Wir werden Sie über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Okay. Someone was not happy with his post. Ja, hat mich sehr gefreut. Okay, das ist gut. Das freut mich. Danke, alles gut. Und bei dir? Heute Nacht aus dem Skiurlaub gekommen. Ach, cool. Erstmal wieder eingewöhnt, ist alles irgendwie komisch zu Hause. Wie lange warst du denn weg? 2 Wochen oder was? Wie lange warst du im Skiurlaub? Und war's cool? Ich hoffe. Hast du dich ja gut erholt, wenn alles komisch ist zu Hause jetzt. Aber das verstehe ich. Wenn ich länger weg bin, dann ist es bei mir auch so. Was hat der eben gesagt, in welchem Raum die sind? Hier? Nee. Weiß das nicht mehr. Konnte man das irgendwo nachgucken? Die Fallmappe, Notizen. Mehr gibt's da nicht. Ich müsste mir irgendwas kombinieren oder so. Nicht. Das leuchtet ja nicht dann, ne? Dann eigentlich nicht. Die Tür zwischen den beiden Zimmern ist mit einem einfachen Schloss versehen. Das heißt, wir müssen hier rein, oder nicht? Daneben. Warte mal. Ich habe jetzt komplett den Faden verloren, ehrlich gesagt. Hier. Hier war dieses eine Zimmer und da hinten die Tür ist easy aufzumachen, weil einfaches Schloss bedeutet... Wie kommt man denn da hin? Hier lang. Aber wir kommen da nicht rein. Die Tür... ist ein Drama. Ah, GZ Vince. Ja, hallo Carsten, bist du wieder da? So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Versteh's nicht. Nochmal gucken, was wir machen müssen. Moment. Und untersucht zudem im KM-Modus das billige Schloss an der Türe und sammelt die Briefe aus dem Kaffeetisch und am Schreibtisch im Büro ein. Ah, okay, das haben wir nicht gemacht. Sprecht danach mit Lord Craven über den Ring mit Mottenmotiv. Das haben wir schon gemacht. Wartet mal, wir müssen jetzt nochmal einmal zurück. Da hinten in den Raum, da kann man anscheinend auch noch irgendwas einsammeln. Ah, nee, stimmt gar nicht. Die einen Briefe hatten wir mitgenommen. Nee, stimmt. Das hatten wir ganz am Anfang hier weggenommen, ne? Haben wir also doch schon gemacht.
Zimmer 225 untersuchen. Danach seid ihr mit dem Analysieren des Zimmers fertig. Lord Craven erzählt euch, dass das Seance-Medium im Zimmer 225 untergebracht wurde. Allerdings wollten sie ihm verständlicherweise die Schlüssel nicht geben. Geht daher selbst zur Rezeption. Okay, also einmal runter. Oder einfach ein Schloss, heißt, kannst du ja knacken. Eigentlich seine Aussage überprüfen, dass er das nicht war. Könnte, habe ich auch erst gedacht, aber du kannst da nicht interagieren. Wir müssen hier irgendwie mit dem hier labern. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Okay, also haben wir den Schlüssel einfach bekommen von dem, warum auch immer, aber wir haben den Schlüssel bekommen. 229, 228, 27, 26. Quasi hier. Einen wundervollen, schönen guten Tag. Was geht denn hier ab? Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. You always take me to the best of places, Sherry. Lieber Mr. Galici, ich hoffe, dass Sie die Zeit finden werden, uns für eine weitere Seance einen Besuch abzustatten. Seit ich die Gelegenheit hatte, durch Sie mit meinem Gatten zu sprechen, hat sich mein Leben, so habe ich es zumindest das Gefühl, völlig verändert. Die Freude darüber, mich schon bald wieder mit ihm unterhalten zu können, vermag ich nicht in Worte zu fassen. Ich kann unsere nächste Sitzung kaum abwarten. Hochachtungsvoll, Gräfin Lemoore. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Kann man hier auch raus? Ne. So mit dem Labern. I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Benutzte viel Schminke. Wenn ich nicht da wäre, wie sollte ich denn dann schreiben? Nee, bin ich wieder da. Oder einfach Schloss heißt, kannst du knacken. Ach so, das hatte ich gar nicht gesehen. Okay, SK. Benutzte viel Schminke. Okay. Ich war nicht up to date gerade. Kam heftigen Schlag ab. Blutige Nase. Ja, das wissen wir doch. Das wussten wir ja schon. War irgendwas mit seinen Fingern hier am Start. Und mit dem Buch auch. Dünne, lange Finger. Geübte Fingerfertigkeit. Ah ja. Okay, too much information. Hager. Wirkt unterernährt. Leicht blutende, frische Kratzer. Okay. Kratzte Handgelenke. Luca Galici ist von magerer Statur und scheint unterernährt. Seine Nase blutet aufgrund eines kräftigen Schlages. Mit Schminke versucht er, die Zeichen einer durch die Unterernährung verursachten Krankheit zu kaschieren. Seine Hände und dünnen Finger lassen vermuten, dass er die nötige Handfertigkeit für Taschenspielertricks und den Umgang mit versteckten Utensilien besitzt. An seinen Handgelenken sind frische Kratzer und Schrammen zu sehen. Diese stammen aus einem kurzen Kampf, der vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden haben muss. Ich glaube, er gibt sein Bestes als Medium, aber das Geschäft läuft offensichtlich nicht gut. Manchmal hat er nicht einmal genug Geld, um sich etwas zu essen leisten zu können.
Medium mit wenig Erfolg. Ach so, wir können das jetzt... Ach so, entweder oder quasi. Wir müssen jetzt aussuchen, was das ist, oder was? Magashatur hat ein durch die Enten... Ist mit Schminke kaschiert, womöglich Gefängnis... Mit Schminke kaschiert er womöglich Gefängnistätowierungen. Okay. An seinen Handgelenken sind frische Kratzer und Schrammen. Diese stammen aus einem kurzfristigen Kampf, den er nicht zuletzt gefunden haben muss. Ich glaube, er ist weniger ein Medium, als vielmehr ein Krimineller. Mit seiner Seance-Masche hat er wohl einen Weg gefunden, wohlhabende Menschen, um ihr Geld zu bringen. Ist halt jetzt die Frage, ne? Welches nehmen wir denn? Macht das denn, wenn es richtig ist? Oder ist es so, dass es dann anders ausgeht? Also gibt es andere Enden oder so? Ich weiß das gar nicht. Unterernährt klingt nach wenig Erfolg. Genau, ich würde nämlich auch das mit dem wenig Erfolg nehmen wollen. Dass er sich nun oft nichts zu essen leisten kann. Aber weiß man jetzt nicht. Wir nehmen das auch. Mal gucken, was passiert. Mhm. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. But I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Erzählen Sie mir von Ihren Kratzern oder Beweis präsentieren? Komm, wir machen erstmal das mit den Kratzern. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Okay, als ob. Beweis präsentieren. The spirits are silent. And so am I. Okay, dann dieses Schreiben. The spirits are silent. And so am I. Was ist das für Scheiß? Der will nicht mit uns reden. This object simply isn't resonating with me. Sorry, that's beyond my expertise. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Ja, ja, ist klar. Gefragt, angeblich. Gedankenspiele. So, jetzt müssen wir wieder irgendwas zusammen machen. Lord Craven schlug das Medium. Diebstahl des Diamanten bei der Seance. Mrs. Emma Stahl. Der Diamant lag neben Mrs. Emma. Medium hat Zimmer neben den Cravens. Frische Kratzer an Handgelenken. Okay, das ist nicht das, was man zusammen machen kann. Tante Mr. Galici, Mrs. Emma. Haben sie eine gemeinsame Vergangenheit? Hä, hat das jetzt geklappt oder hat das jetzt nicht geklappt? Ich glaube nicht an Zufälle. Nee. Lord Craven war mit Mrs. Emma im Zimmer. Mrs. Emma wurde erwürgt. Grobes Hotelpersonal. Frische Kratzer an den Handgelenken. Schloss lässt sich leicht knacken. Aha, da ist der Hinweis. Okay. Also ich habe das jetzt mit der Tür kombiniert, falls ihr das nicht gesehen habt. Medium hätte Schloss knacken können. Das Schloss der Tür zwischen den beiden Hotelzimmern ist privativ. Mr. Galici hätte es auch leicht knacken können. Das ist ziemlich cool, das Game, ne? Das ist echt spannend, aber das ist auch voll anstrengend. Ich finde das sehr, sehr, sehr nice, aber es ist sehr ermüdend auch, weil es so schwer ist, gefühlt. Also ihr findet, vielleicht findet ihr das nicht so schwer, aber ich finde es schwer.
Okay. So, jetzt können wir wieder mit dem labern, oder was? Ah ne, das Gedankenspiele-Ding klackt immer noch auf. Das heißt, wir müssen nochmal was zusammenfügen, oder was? Gedankenspiele. Der Gärtner was? Hallo Drama was? Na, mein Lieber, wie geht's dir? Alles gut? Dankeschön für deinen Raid-Turm mal. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, dein Stream war gut, mein Lieber. Guck mal, wir machen ein bisschen Sherlock Holmes. Wenn du Bock hast, setz dich doch dazu. Alles gut? Was hast du Schönes gemacht? Du hast lange gestreamt, ne? Heute Morgen warst du nämlich auch schon zugange, habe ich gesehen. Oder hast du zweimal gestreamt? Also entweder warst du echt lange da oder du warst jetzt zweimal da. Hab ich heute Morgen nämlich auch schon gesehen. Oder war das gestern? Kann auch gestern gewesen sein, bin ich sicher. Dankeschön auf jeden Fall für den Raid. Schön, dass du da bist. Das gehört nicht zusammen. Also das leuchtet ja noch da. Seht ihr Gedankenspiele da an der Seite? Deswegen dachte ich, wir müssen vielleicht noch was zusammenfügen. Aber wir können auch erstmal mit dem reden. The spirits confirm it. Okay, reicht nicht. Okay, also müssen wir auf jeden Fall noch was zusammenfügen. Die Frage ist nur, was? Frische Kratzer. Wahrscheinlich die neuen Sachen. Also das mit den Kratzern. Und dann vielleicht... Mrs. Emma wurde erwürgt. Ah ja, also guck an. Das war richtig. Ja, aber 6:30 oder so. Also doch heute. War das doch heute? War dann ins 3 und war lang da. Ja, ich habe das gesehen heute Morgen. Mrs. Emma kratzte. Die Kratzspuren an Luca Gainishis Handgelenk stammten von Mrs. Emma, als sie um ihr Leben kämpfte. Okay. This is all just immer noch nicht fertig. Gedankenspiele. Der Dieb hängt seine Taten Dienern an. Lord Craven schlug das Medium. Lord Craven war mit Mrs. Emma im Zimmer. Der Diamant lag neben Mrs. Emma. Ist auch nicht zusammen. Können wir auch einfach alle ausprobieren, ne? Wenn wir gar nicht weiter wissen, einfach alle miteinander verkuppeln und dann sehen wir das ja, ob das richtig ist. Aha, das da passt so zusammen, okay. Der Mörder ließ den Diamanten zurück. Wer auch immer Mrs. Emma getötet hatte, ließ den Diamanten neben ihrem leblosen Körper zurück. Lord Craven kehrte auf sein Zimmer zurück und sah Mrs. Emma beim Verstecken des Diamanten. Nachher mal eine Pizza in den Ofen schmeißen. Ah, mega knass, gleich wieder da. Ja, mach mal. Ich muss auch noch was zu essen bestellen gleich. Bei mir gibt es aber wahrscheinlich Schnitzel, glaube ich. Hätte auf jeden Fall Bock drauf. So, sind wir jetzt fertig? Immer noch nicht. Okay, weiter zusammenfügen. Lord Craven schlug das Medium. Lord Craven war mit Mrs. Emma im Zimmer. Nein. Mrs. Emma starrt von Lord Craven. Nein. Obes Hotelpersonal. Nein. Dann kann es ja nur noch das sein. Nein, das passt auch nicht zusammen. Okay. Grobes Hotelpersonal. Okay, ich habe wieder was gefunden. Dass die Kratzspuren an Mr. Galichis Handgelenk stammen von den ruppigen Bediensteten, die ihn auf sein Zimmer brachten. Die Kratzspuren an Luca Galichis Handgelenken stammen von Mrs. Emma, als sie um ihr Leben kämpfte. Ach so, muss ich das jetzt wählen oder was? Welcher das Richtige ist? Ich habe das gar nicht gemerkt, dass wir da Sachen auswählen mussten. Genau wie hier. Wer auch immer Mrs. Emma getötet hat, ließ den Diamanten leblos dann zurück. Lord Craven kehrt auf sein Zimmer zurück und sah Mrs. Emma beim Verstecken des Diamanten. Achso, das könnte ja natürlich auch sein. Dass die den geklaut hat. Und weil die hat ja schon Sachen geklaut. Die hat ja schon Sachen geklaut, ne? Die hat ihm ja das, was war denn das? Der Ring oder so? Nee, was war das? Irgendwas hat sie ihm doch geklaut.
das, was dann in der Schatulle da war. Also vielleicht hat er sie doch selber umgebracht. Also dass es gar nicht der Typ war, sondern wir müssen es so rumlösen, dass er das war und hier das waren die ruppigen Bediensteten. Dass es so rum richtig ist, dass doch der Lord den selber umgebracht hat. This is all just a big misunderstanding. Okay, warte mal, wir gehen hier mal rüber. Also irgendwas stimmt da aber immer noch nicht mit den Gedankenspielen, ist immer noch nicht fertig. Dass quasi Lord Craven war mit Mrs. Emma im Zimmer. Irgendwas müssen wir noch miteinander verbinden, aber ich weiß nicht was. So, okay. Mrs. Emma war eine Diebin und Betrügerin. Mrs. Emma bestahl auf Reisen Lord Craven und machte ihm glauben, dass sie Dinas waren. Mrs. Emma ist eine Diebin. Diebische Mrs. Emma, was wusste Luca? Wenn sich Luca Galici und Mrs. Emma bereits von früher kannten, wusste er womöglich, dass sie auch eine Diebin gewesen ist. Right, also müssen wir doch nochmal zurück. Oh, ist immer noch nicht fertig mit diesen Gedankenspielen. Boah, Jesus Christ. Aber das können wir nicht zusammensetzen hier. Geht nicht. Warum leuchtet das denn dann noch da an der Seite? Gedankenspiele. Macht doch keinen Sinn. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. So ermittelt die Königin. Hm, vielleicht ist es auch falsch. Ich bin mir nicht sicher, tatsächlich. Vielleicht müssen wir hier mal mit dem hier mal reden. Do something about it, Holmes. Oh ne, seht ihr? I did not do it. You know that. Den können wir auch nicht anquatschen. Das ist natürlich doof. Heißt, diese Gedankenspiele-Nummer, aber wir können ja hier nichts mehr machen. Es gibt ja nur noch diese zwei Dinge hier. Und die passen nicht zusammen, die zwei. Also warum leuchtet jetzt an der Seite Gedankenspiele? Macht doch keinen Sinn. Aber wir fragen mal unseren Kumpel hier. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen noch, irgendwelche Hinweise. 3 von 3? Ne, hier auf jeden Fall nicht. Es war der Hund, ja. Du sagtest vorhin, dass dein Alibi sich nicht überprüfen ließ. Wo hast du es denn versucht? Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön für die Gesundheitswünsche. Von wem? Von wem das Alibi? Das Alibi von? Ist irgendwo anders noch hin, oder? Bestimmt. Das Komische ist halt, also was mich halt stutzig macht, ist, dass dieses Gedankenspiele-Ding da an der Seite die ganze Zeit leuchtet. Seht ihr? Also anscheinend müssen wir noch irgendwas finden oder so. Also normalerweise leuchtet es ja nicht. Keine Ahnung. Oder wir müssen wieder was anheften. Warte mal, das kann natürlich auch sein. Dass wir wieder was anheften müssen. Das ist einfach das Falsche, hier angeheftet ist. Lucia, vielleicht müssen wir zu der. Vielleicht müssen wir zu der nochmal, zu dem Dienstmädchen. Oh, keine Ahnung, ich bin echt kein Plan. Wir gehen einfach mal gucken, vielleicht bringt das irgendwas. Die war doch hier irgendwie um die Ecke rum oder so, ne? Wo war denn die? Die hat doch geputzt, haben wir doch eben rausgefunden. Die hat doch bei irgendwelchen Bildern war die am Putzen, die gute Frau. Er sagte, er war nicht im Raum. Wenn es selber noch Mord. Dachte, das wäre ein Scherz. Nee. Kein Scherz. Warte mal. Wir gehen mal nach unten. Dann gehen wir nochmal zu der Frau da. Steht oben. Er war in der Bar. Er war in der Bar. Warte mal, irgendwas habe ich nicht mitgekriegt. Uha! Oh je, Fabi ist da. Ich muss mich gerade hinsetzen, Chat. Das geht nicht. Ich kann hier nicht sitzen wie so ein Otto. Hallo!
Hallo Fabi, wie lieb bist du denn? Ey, dankeschön. Dankeschön. Du hast was gemacht? Just Chatting und sonst? Hast ja wahrscheinlich nicht den ganzen Tag nur Just Chatting gemacht, oder? Hallo du Liebe, das ist total lieb von dir. Hallo Intermenius, moin. Hallo Nisa. Hallo Deno, hallo Norisnofan, huhu. Hallo Hoshi, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich, lieber Hoshi. Hallo Verox, hallo Deno und hallo Mykorisa. Boah, warte mal, das muss ich mal versuchen. Mykorisa. Richtig? Und hallo Katsuya, hallo. Kriegt das jedes Mal nicht hin, ne? Mit deinem Namen ist das echt wild. Das ist echt wild. Ja, schön, dass ihr da seid, ihr Süßen. Wir spielen gerade Sherlock Holmes. Das hat Fabi, glaube ich, schon durchgespielt. Das heißt, ihr könnt nicht gespoilert werden, meine ich. Ich glaube, sie hat es schon gespielt. Doch, klar, ich habe auch einen Teil bei dir gesehen. Doch, 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 du hast es auch gespielt. Wir haben noch nicht viel gespielt. Ich glaube, ungefähr 1,5 Stunden oder so. Es ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Also wir versuchen unser Bestes, aber wir kommen echt schlecht voran tatsächlich. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen schönen Sonntag. Und hallo, Kedron, danke schön für deinen Host. Hi. Aufrücken wird ein bisschen enger. Ja, genau. Aufrücken. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend, Kedron. Guten Abend. Ja, es ist nicht so einfach tatsächlich. Also das Spiel ist mega gut, aber es ist sehr, sehr knifflig, sage ich mal. Es ist schon knifflig, ja. Aber es macht Spaß, also es ist schon gut. Quatsch, es wird gekuschelt. Mhm. 1,50 Meter Abstand müsst ihr halten. Gamer Schnee ist doch Zitronengeschmack, oder? Du kannst es versuchen und wenn du es versucht hast, sagst du uns Bescheid, wie es gelaufen ist. Ich glaube, die ist nicht mehr da, diese Bedienstete, die da was gesehen haben will. Ich weiß nicht, ob das die richtige ist, die wir da anquatschen mussten. Deswegen, das ist halt das Ding. Hier war die doch, genau. Hier im Durchgang hatte die doch rumgefegt, oder nicht? Die war ja in irgendeinem Durchgang bei den Bildern. Ich glaube, die ist nicht mehr da. Die war doch hier. Kann das sein, dass sie hier war? Lord Craven sagte, er habe einige Zeit an der Bar verbracht, bevor er aufs Zimmer zurückgekehrt sei. Ach so, guck mal, da oben steht es doch ganz groß. Also müssen wir einmal zur Bar. Das, was Vince meinte. Vielleicht hat die Pause. Ja, wahrscheinlich hat die Pause. Hallo, Döner-Teller. Ich hoffe, wir rumdrücken würden vollgefressen. Ey, ich hab auch voll Hunger. Sorry. Maybe a guest noticed him. Okay, er weiß es nicht, also müssen wir die Gäste befragen. Can you satisfy my curiosity? Of course. Stop me when you've had enough. Stoppen Sie mich, wenn Sie genug gehört haben, könnte ich sein. Erfahrungsbericht mit Kedron, jetzt live bei Zorni. Niemals! Ja, nun. Ja? Ich fand einen Zeugen, der mir versicherte, dass Lord Craven nur eine kurze Zeit an der Bar verbracht hatte, nachdem er das Seancezimmer verlassen hatte. Okay. Neuer Eintrag ins Tagebuch. Neuer Hinweis für Gedankenspiele. Siehst du, jetzt können wir bestimmt wieder was zusammensetzen bei den Gedankenspielen. Lord Craven war nur kurz in der Bar. Lord Craven war mit Mrs. Emma im Zimmer. Er hat sie doch umgebracht. Er hat sie doch umgebracht. Ich sag's euch. Lord Craven hatte genug Zeit, um mit Mrs. Emma zu ermorden, bevor ich am Tatort eintraf. Der Mörder hatte genug Zeit, Mrs. Emma zu ermorden, während Lord Craven unten in der Lobby trank. Nee, der war das. Er war das. Ich fand einen Zeugen, der mir versicherte, dass Lord Craven nur eine kurze Zeit an der Bar verbracht hatte, nachdem er das Seancezimmer verlassen hatte. Jo, dann gehen wir den mal beschuldigen, würde ich sagen. Nee, hier war der Typ. Wir müssen in das andere Zimmer. So, guter Freund. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Oh, doch nicht. Ich dachte, wir könnten den jetzt, aber wir haben nichts mehr zum Zusammensetzen. Lord Craven schlug das Medium. Das ist das Einzige, was noch über ist. Gefüllter Dönerteller. Ich habe da voll die Ideen. Oh, Daxi, ja. Mit Käse überbacken und so. So young and so dead. Fraglich, ne?
Craven reagierte sehr ungehalten, als er den versteckten Schmuck sah. Wütend gab er offen zu, dass er Mrs. Emma dafür umbringen würde, wenn sie nicht schon tot wäre. Stimmt, hat er gesagt, ne? Wir werden sie über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Wo muss ich hinfahren? Ich komme rum, Herr Döner-Teller, ne? Bei Essen seid ihr alle dabei. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, ja, ja. Die Tür zwischen den beiden Zimmern ist mit einem einfachen Schloss versehen. Da am Handtasche der Toten befindet sich auf dem Bett. Okay. Luca Galici ist von magerer Statur, bla bla bla, Hände zerwittert. Ich glaube, er gibt sein Bestes als Medium, aber das Geschäft läuft offensichtlich nicht gut. Manchmal hat er nicht einmal genug Geld, um sich was zu essen zu leisten. Luca Galici sagte mir, dass die Motte ihn an glücklichere Jahre erinnerte und überdies ein gefragtes Motiv für Schmuck sei. Lord Craven kennt den Ring nicht. Er ist sich sicher, dass er ihn nie an der Hand von Mrs. Emma gesehen hat. Lord Craven verriet mir auch, dass Luca Galici im Zimmer nebenan eingesperrt wurde und der Schlüssel an der Rezeption aufbewahrt wird. Ich fand einen Zeugen, der mir versicherte, dass Lord Craven nur eine kurze Zeit an der Bar verbracht hatte, nachdem er das Seancezimmer verlassen hatte. Ja, also das Einzige mit gelbem Text ist ja das hier. Ah ne, das ist auch wieder weg. Umzug fertig, mit Decke und der Königin auf dem Sofa. Mit Decke, Kasti. Das ist schön. Was für ein Umzug denn? Du hast dich selber wahrscheinlich umgezogen. Das meintest du bestimmt, ne? Okay, Das ist jetzt die Frage, wie man jetzt weiterkommen muss. Another mystery to investigate, my friend. Oder er war es doch nicht. Vielleicht haben wir die Hinweise verkehrt zusammengesetzt. Aber das kann man nicht mehr ändern, oder? Doch, kann man. Vielleicht ist es doch verkehrt rum. Vielleicht müssen wir es doch andersrum machen. Also war es doch der Typ. Vielleicht war es doch der. Umzug vom Rechner aufs Sofa. Ach so, okay. Falls der Lord es wirklich war, möchte ich mal erwähnen, dass ich von Anfang an sagte, es war der Partner. Muss dir mal was schicken? Ja, schick mal. Kannst du mir schicken. Das ist das. Vielleicht war es wirklich nicht. Der Mörder hatte genug Zeit, Mrs. Emma zu ermorden, während Lord Craven unten in der Lobby trank. Die Frage ist ja, wie viel ist genug Zeit? Wie viel ist denn genug Zeit? Luca Galici wusste womöglich, dass Mrs. Emma eine Diebin war und ihm den Diebstahl in die Schuhe schieben wollte. Ah. Luca Galici ist der Mörder. Mrs. Emma wollte dem Medium Luca Galici ihren Diamantendiebstahl anhängen. Aus Rache erwürgte er die Diebin. Luca Galici ist ein Mörder. Er hätte einfach alles der Polizei erzählen können, doch stattdessen ließ er seinen Rachegelüsten freien Lauf und tötete Mrs. Emma. Für Luca Galici ging es um Leben und Tod. Da er bereits einiges auf dem Kerbholz hat, hätte seine Festnahme wohl den Tod bedeutet, was Mrs. Emma wusste. Ich werde ihn nicht daran hindern, zu fliehen und ein neues Leben zu beginnen. Oh, jetzt müssen wir hier noch moralische Entscheidungen treffen, oder was? Was machen wir? Was machen wir denn, Schatz? Oh, sind wir rechtschaffen? Wir sind immer rechtschaffen eigentlich, ne? Er hätte einfach alles der Polizei erzählen können, und stattdessen ließ er seinen Rachegelüsten freien Lauf und tötete Mrs. Emma. Tja. Lassen wir ihn gehen, weil der Typ sowieso steinreich ist. Sherlock Holmes selber ist aber, der macht das eigentlich nicht, ne? Komm, wir machen das. Wir machen den fertig.
Luca Galici ist ein Mörder. Er hätte einfach alles der Polizei erzählen können, doch stattdessen ließ er seinen Rachegelüsten freien Lauf und tötete Mrs. Emma. Oh, geht nicht? Oder was? Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Hallo, Mike. Schönen Sonntag. Schönen Abend, genau. Luca Galici, I know you murdered Lady Craven and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Yes, yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I don't know what you're talking about. Yeah, a boss. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. Nein, gesteh jetzt! Los! It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you... gibt es zu! But yes, I killed her, I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? Twice. She was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Oh nee, Schatz, jetzt können wir das aussuchen. Sie müssen bestraft werden oder ich lasse sie laufen. Er tut mir ja schon ein bisschen leid, aber eigentlich muss die Gerechtigkeit ja siegen, oder? Also wir müssen ihn eigentlich ausliefern. Also entweder sagen, tun wir jetzt so, was machen wir denn jetzt? Ich meine, es ist Mord. Mord ist nicht zu rechtfertigen. Oh, das ist ja wild. Knast. Knast. Okay, Chat sagt Knast. Ganz meiner Meinung. Ich unterstrich, Wiss sagt Strafe. Wiss sagt Strafe. Das ist nice, ne? Okay, dann bestrafen. Ich weiß nicht. Ich habe schon irgendwie schlechtes Gewissen. Okay, komm, wir bestrafen murder ihn. Is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. Panzerdach sagt, you'll get to see your friends mit dem Kopf. Ja, echt. Soon. Okay, er geht jetzt in den Knast. Dann haben wir das erste we'll Verbrechen auf jeden Fall schon aufgeklärt hier. You. In this life or the next. Get your hands off me. Guck mal, jetzt droht er uns. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. Oha. Vielleicht haben wir jetzt sein Schicksal besiegelt, dass er am Ende vom Spiel dann... Oh, es gibt Steam-Errungenschaft. Steam-Erfolg. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. Yeah. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John.
Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, a figure of speech. Just a figure of speech. Ah, damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. Taxi ist stolz auf dich. Echt. Fall abgeschlossen. Geister der Vergangenheit. Okay, cool. Es ist also immer so abgeschlossene Kapitel. Das ist ja mega nice. Ich habe jetzt gedacht, du musst die 20 Stunden oder was das da an Spielzeit nochmal hatte, musst du durchziehen die ganze Zeit. Das ist halt sich, dass du einen Fall in diesen 20 Stunden aufdingst. Irgendwie, ne? Aber das ist nicht so. Das ist gar nicht so. Ich hoffe, du schießt es durch. Das ist einfach ein geiles Game. Das ist wirklich ein geiles Game. Müssen wir jetzt irgendwie speichern?